das ist ein Realisieren von dem, was erforderlich ist, was einfach der Finanzminister beiseite gedrückt hat, um diese Marke der alten höchsten Neuverschuldung nicht zu überschreiten. Da weiß er genau, welche Risiken in der West-LB stecken. Ich habe das ja bei der letzten Pressekonferenz schon gesagt. Die Bayern haben ja nicht ohne Grund knapp 10 Milliarden aus dem Landeshaushalt hier bereits investiert. Und wenn Sie sich die Größenordnung anschauen, die in Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht worden sind, dann können Sie auch daran sehen, dass das, was an Vorsorge hier zur Verfügung gestellt worden ist, bei weitem nicht ausreichen wird. Sondern das musste so gering gehalten werden, um nicht über diese magische Neuverschuldungszahl zu kommen. Daneben ist das die Lehrerlücke, das ist der Bereich der Kommunalfinanzen, wo es jetzt gilt, den Kommunen das zu geben, was ihnen zusteht, sogar nach Rechtslage. Und es ist die chronische Unterfinanzierung von Kiebitz. Das sind die großen Positionen. Wir werden das im Einzelnen aufdecken. In diesem Nachtragshaushalt werden sich keinerlei politische Initiativen von uns wiederfinden, sondern nur ein Aufdecken dieser nicht erfolgten Rückstellungen in Bezug auf die West-LB. Wir werden das, was den Kommunen zusteht, den Kommunen geben. Sie wissen, dazu gibt es entsprechende Urteile. Wir werden die Lehrerlücke deutlich machen und, ich habe darauf mehrfach hingewiesen, auch die chronische Unterfinanzierung vom Kiebitz. Das sind die Bereiche, die wir deutlich darstellen werden im Nachtragshaushalt. ...gemacht, dass unsere Priorität nicht darin liegt, Hoteliers zu begünstigen und zu entlasten, wie es die Regierung Rüttgers, Linsen, Pinkwart sich noch mit Leichtigkeit, das können wir verschmerzen, wenn wir im Bundesrat diesen Gesetzen zustimmen von CDU und FDP. Das sind ja Summen um die 800 Millionen, die da dem Landeshaushalt entzogen worden sind, dass wir nicht Hoteliers entlasten wollen, sondern Familien mit Kindern und Studierende. Und wir halten die Summe, die wir dafür ab 2011 verausgaben wollen, für legitim angesichts der Rückstellung und der Finanzleistung, die wir für Banken und für Steuergeschenke an Besserverdienende hier verausgaben würden. Das halten wir für legitim und richtig, weil sich diese Investitionen in die Zukunft rentieren werden auf mittlere Sicht. Nämlich nicht in Hoteliers, nicht in Klientelpolitik, sondern für die Zukunft dieses Landes, für die Kinder, für die Familien und damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden. Das sind unsere Ziele. Das ist eine schwere Hypothek für unser politisches Handeln. Und wir haben lange auch gerungen, ob wir aufgrund dieser Basis für das Haushaltsjahr 2011, wo wir politisch gestalten wollen, in die Richtung, die wir dargestellt haben, ob wir es dann noch verantworten können, für diesen Bereich dann auch neue Schulden aufzunehmen. Allerdings kommen die dann nicht on top, denn viele dieser Mittel, die ich gerade genannt habe, die werden ja nur einmalig erforderlich sein. Insofern ist das jetzt keine durchlaufende Erhöhung der Verschuldung, die sich sozusagen über die nächsten Jahre erstrecken wird. Die Koalition gemeinsam ist, dass wir auch ab 2011 einen Konsolidierungspfad aufzeigen werden, der natürlich davon abhängen wird, wie sich die wirtschaftliche Situation insgesamt entwickelt.